Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir sprechen heute über die Themen Rechtsterrorismus und Hasskriminalität. Und natürlich hängt beides miteinander zusammen und muss auch gemeinsam diskutiert werden. Wenn wir das tun, dann muss ich aber schon sagen, bekümmert es mich, wie schnell wir nach den Taten von Halle und von Hanau hier wieder zur Tagesordnung übergegangen sind. Und deswegen gilt neben der Debatte über das materielle Recht auch ein ganz wichtiges Augenmerk auf die tatsächliche Durchsetzung des Rechts. Und deswegen braucht es nach diesen Taten nach wie vor einen Sicherheitsdialog mit den Menschen, die sich besonders bedroht fühlen. Und das sind in erster Linie die Juden und die Muslime in Deutschland. Wir brauchen einen Sicherheitsdialog mit diesen Gruppen. Es darf uns nie wieder passieren, dass die Sicherheitsbehörden, dass die Politik und dass die Mitte der Gesellschaft das unterschätzt, was solche Taten bei diesen Gruppen auslösen, meine Damen und Herren. Der zentrale Gegenstand des heute vorliegenden Gesetzentwurfs der Bundesregierung ist eine Meldepflicht für Straftaten, die in den sozialen Netzwerken begangen werden. Und wir sind skeptisch, ob eine solche Meldepflicht wirklich der richtige Weg ist. Denn es mangelt doch in der Praxis gar nicht an zu wenigen Anzeigen. Es mangelt an zu wenig Richtern und Staatsanwälten, um das Ganze zu bearbeiten. Und es ist doch kein Wunder, dass, wenn Tweets ausgedruckt, abgeheftet und mit dem Aktenwagen durch die Gegend geschoben werden, dass dann diese Verfahren länger dauern, als es tatsächlich notwendig ist und dass Dinge gar nicht mehr zur Anzeige kommen. Und deswegen ist es schön, lieber Kollege Frey, dass Sie den Pakt für den Rechtsstaat erwähnen. Aber es nützt eben nichts, zusätzliche Stellen zu schaffen. Diese Stellen müssen auch besetzt werden. Erst dann lohnt es sich und erst dann kommen wir dazu, dass die bestehenden Gesetze angewandt werden und dass das Vollzugsdefizit beseitigt wird. Das gilt für den Bereich der Justiz, es gilt aber auch für den gesamten Bereich der inneren Sicherheit. Denn wir haben auch im Bereich des Bundeskriminalamts, im Bereich des Bundesamtes für Verfassungsschutz neue Stellen ausgewiesen als Parlament, auch mit Unterstützung der Freien Demokraten. Wenn ich aber sehe, dass wir Stand Anfang des Jahres knapp 500 offene Haftbefehle im Bereich des Rechtsextremismus haben, dann haben wir hier ein Vollzugsdefizit. Und das muss dringend angegangen werden, wenn wir dieser Gefahr Herr werden wollen. Und ich bin Ihnen, lieber Kollege Frey, auch dankbar. Ich habe es auch ehrlicherweise schon befürchtet, dass Sie hier das Thema Verfassungsschutzgesetz und Bundespolizeigesetz ansprechen. Wir werden es nicht mitmachen, dass man nach solchen Taten wie in Hanau, in Halle und der Ermordung Walter Lübkes, dass man die Aufregung in der Gesellschaft nutzt, um den Souverän mit Bürgerrechtseinschränkungen zu überrumpeln. Der Souverän muss überzeugt werden von Eingriffen in die Bürgerrechte, aber nicht überrumpelt nach solchen Taten. Und es hätte eben nichts gebracht, rein gar nichts, bei einem Täter, der dem Verfassungsschutz nicht bekannt war, eine Quellen-TKÜ oder eine Online-Durchsuchung zu haben, wie in Hanau. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Und deswegen muss man das Ganze besonnen miteinander besprechen, aber das hier nicht nutzen, um jetzt im Schnellverfahren, am besten noch vor der Sommerpause, die Bürgerrechte einzuschränken. Darauf werden wir achten. Und ich glaube, eine letzte Bemerkung muss noch gemacht werden. Wir unterstützen die Ausdehnung des strafrechtlichen Schutzes von Kommunalpolitikern. Auch im Melderecht muss es zu Veränderungen kommen. Ich will aber abschließend sagen, die Kommunalpolitiker müssen auch wissen, an wen sie sich wenden können. Die wissen teilweise gar nicht, ob hinter einer Drohung tatsächlich eine tatsächliche Gefahr sich verbirgt. Deswegen brauchen wir eine Ombudsstelle, die brauchen eine niedrigschwellige Anlaufstelle, damit wir herausfinden können, ob dahinter tatsächlich eine Gefahr sich verbirgt und damit sich auch wieder mehr Menschen in der Kommunalpolitik engagieren und nicht durch Hass und Hetze davon abgehalten werden. Vielen Dank.